Hallo. Hallo. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier in den heiligen Hallen der Kreissparkasse Köln. Ich finde es eine ganz tolle Atmosphäre hier. Ich bin Timo Müller und ich darf Sie heute durch den Abend führen und Sie ganz, ganz herzlich im Namen der regionalen Servicestelle der Oskar-Patzelt-Stiftung SC Leuthaus Bonn und im Namen der IHK Bonn Rhein-Sieg hier begrüßen zur Preisverleihung. Und ich kann Ihnen versprechen, es wird einige ganz, ganz spannende Momente heute Abend geben. Und Rhein-Sieg, sind wir aktiver oder müssen wir mehr tun? Also Akzeptanz in NRW und vielleicht nochmal das Verhältnis zu Bonn-Rhein-Sieg. Könnt ihr dazu was sagen? Also ich muss die Frage mit Ja und Nein beantworten, weil natürlich ist Rhein-Sieg ein sehr aktiver Kreis, weil es eben eine großartige mittelständische Landschaft gibt. Und da kann noch viel mehr auch zum großen Wettbewerb, zum großen Preis des Mittelstandes vorgeschlagen werden, hier auch aus Siegburg und dem Kreis Köln-Bonn insgesamt. Ja, die meisten Unternehmen, die jetzt hier am Ludwig teilgenommen haben, die machen ja auch bei ihrem Wettbewerb mit. Das heißt, es gibt jetzt nochmal eine große Chance, demnächst in Düsseldorf vielleicht auch nochmal was abzuräumen, einen Preis bei Ihnen. Richtig. Ja, Dr. Schmidt, haben Sie vielen, vielen herzlichen Dank für diese kurzweilige Information über die Geschichte des Preises und der Stiftung. Und vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Dr. Helfried Schmidt von der Oskar-Patzelt-Stiftung, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Frau Dr. Köllebus, guten Abend. Schön, dass Sie auch da sind. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Ne? Sie gehören ja dazu. Und natürlich ganz, ganz wichtig, im Namen der Industrie- und Handelskammer ist heute Abend hier der Pressesprecher der Industrie- und Handelskammer, Michael Pieck. Herzlich willkommen. Herr Pieck, schönen guten Abend und schön, dass Sie auch da sind. Und aus Bonn und beschäftigt sich mit der Analyse, Beratung und Betreuung von IT-Komplettlösungen. Sie sind 2004 als Einzelunternehmen gestartet und 2006 in eine GmbH umfirmiert. Und man legt in diesem Unternehmen sehr, sehr großen Wert auf maßgeschneiderte Konzepte, sieht sich als klassischer IT-Dienstleister, aber auch kompetenter Experte und zuverlässige Partner und innovative Kreativschmiede. Es handelt sich um eine EDV-Full-Service-Agentur und Sie halten Kunden den Rücken frei, die sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren sollen. Meine Damen und Herren, ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an die Finalisten AMCM GmbH und ich darf auf die Bühne bitten, den Geschäftsführer Arne Meindl. Herzlichen Glückwunsch! Herr Meindl, herzlichen Glückwunsch zur finalen Teilnahme und Sie bekommen natürlich auch Ihren Preis überreicht von Frau Dr. Lütters und Herrn Pieck. Und der Ludwig ist da. Sehen? Ja. Herr Meindl, Sie dürfen allerdings nur den Teller mitnehmen. Der Mann muss hier bleiben. Schauen wir mal, wer als nächster dran ist. Denn wir haben einen weiteren Finalteilnehmer, der sehr, sehr stolz sein kann. Und Sie haben sich zum Motto gemacht, Erfolg ist unsere Leidenschaft. Und auch hier haben wir ein IT-System- und Beratungshaus, das auf innovative IT-Lösungen und langfristige Zusammenarbeit mit seinen Kunden setzt. Inzwischen haben sie rund 400 Mitarbeiter und gehören laut der Computerwoche-Systemhaus-Umfrage zu den besten mittelständischen IT-Häusern in Deutschland. Und namhafte Unternehmen und Organisationen vertrauen seit 1987 diesen Experten. Die Unternehmenszentrale ist in Hennef. Und das Unternehmen hat aber 8 Standorte in Deutschland und sogar Österreich. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zur Finalteilnahme der Firma Konet Technologies AG. Und auf die Bühne darf ich bitten Herrn Ulrich Wandtjahn, den Vorstandsvorsitzenden. Herr Wandtjahn, erstmal herzlichen Glückwunsch und Sie müssen etwas korrigieren. Sie sind nicht Herr Wandtjahn. Mein Name ist Bernd Schmieder. Ich bin einer der Geschäftsführer der Konet und deswegen in Vertretung von Herrn Wandtjahn hier. Ja, dann trotzdem, oder insbesondere dann, ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Auch Sie bekommen natürlich Ihren Finalpreis und die Urkunde. Experimentierte Themen spezialisiert hat und sich auf die Fahne schreibt, langjährigen Unternehmenserfolg zu sichern, wenn Sie dort Kunde sind. Sie gehen über soziale Pflichten als Arbeitgeber hinaus und leben unternehmerische und gesellschaftliche Verantwortung vor. Hier setzt man auf Zukunftsfähigkeit durch Transparenz, Effizienz
und Konsistenz in Steuerungsprozessen. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Auch Sie sind Finalist, die GMC Quadrat Gerhards Multhaupt Consulting GmbH. Und auf die Bühne darf ich bitten Herrn Stefan Multhaupt, den Geschäftsführer, ein CSR-Botschafterkollege. Herr Multhaupt, ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zur finalen Teilnahme. Auch Sie dürfen sich Ihren Preis nehmen. Und hier ist der Herr Gerhards. Das G und das M, so sitzen sie sich zusammen. Der kommt mit, Sie sind natürlich auch ganz herzlich willkommen. Für moderne Fenster und Türen. Sie liefern bundesweit und verbauen auch bundesweit. Sind 2013 als Familienunternehmen gegründet worden, dann in eine GmbH umfirmiert und sind jetzt mit einem neuen Standort in Hennef-Hossenberg vertreten. Das Unternehmen handelt nach dem Motto, was können wir heute ein bisschen besser machen als gestern? Jeden Tag ein Stückchen besser. Sie sind zum zweiten Mal mit dem Customer Care Award ausgezeichnet worden und wir gratulieren ganz, ganz herzlich der Klein Fenstertechnik GmbH und dem Geschäftsführer Rüdiger Klein. Herzlichen Glückwunsch! Herr Klein, ja, machen wir gleich nochmal. Herr Klein, herzlichen Glückwunsch als Finalist in Ludwig. Auch Sie dürfen sich Ihren Preis abholen. Sie haben sich gemerkt, wie Sie den Teller halten müssen, ne, damit es nicht strahlt. So ein bisschen nach unten. Ich glaube, noch ein bisschen kippen. Und wenn ich als Full-Service-Werbepartner für Werbemittel aller Art, und zwar machen Sie das für Unternehmen, Vereine, Hilfsorganisationen, unter anderem zum Beispiel auch für das Deutsche Rote Kreuz, sind wie Microsoft, glaube ich, ne? Da war das ähnlich, gegründet 1996 in Bonn im heimischen Keller, seit 2006 jetzt in Troisdorf ansässig und haben inzwischen 25 Mitarbeiter, machen Beschriftungen, Außenwerbungen, Fahrzeugbeklebung, Werbetextilien und alles, was man aus einer Hand von einer Full-Service-Werbeagentur braucht. Auch Finalisten des Ludwig 2017, das Werbeteam Nagel GmbH und der Geschäftsführer Heinz Nagel kommt zu uns auf die Bühne, bitte. Herzlichen Glückwunsch! Und an das Publikum, also meine Damen und Herren, Sie müssen schon so lange klatschen, bis der Geschäftsführer auf der Bühne ist. Ne? Das läuft ja trocken hier hin. Herr Nagel, herzlichen Glückwunsch! Schön, dass Sie bei uns sind. Wechsel. Sie merken, wie groß die Vielfalt ist hier beim Ludwig der teilnehmenden Unternehmen. Es geht jetzt um ganzheitliche Betreuung und individuelle Behandlung im Gesundheitswesen. Und hier haben wir inzwischen vier Standorte in Bonn und es geht um Physiotherapie. Die Dame, die jetzt den Preis gewonnen hat, den Finalpreis gewonnen hat, hat eine langjährige Zusammenarbeit mit renommierten Bonner Ärzten, sorgt stetig für eine hohe Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bietet eine ganzheitliche und individuelle Betreuung. Sie legt sehr viel Wert darauf, dass sich jeder in der Praxis rundum wohl und in guten Händen fühlt. Und zwar nicht nur die Patienten, sondern auch die Mitarbeitenden. Herzlichen Glückwunsch zum Finalpreis an die Physiotherapiepraxis Lazarev. Und ich darf auf die Bühne bitten, Andrea Lazarev, herzlichen Glückwunsch! Nein, das ist nicht bei Lazarev. Doch, das ist doch, was Sie gerade sind. Sie schüttelt mit dem Kopf, ich dachte, Sie sind es doch. Herzlichen Glückwunsch zur finalen Teilnahme. Ja, sehr gerne. Auch Sie dürfen sich Ihren Preis abholen. Erfüllen Träume vom Holzhaus in partnerschaftlicher Atmosphäre. Schönste Architektur und erstklassige Qualität. Und jeder Einzelne im Team vertritt diese Werte. Darauf wird geachtet in der Stommelhaus GmbH. Und verantwortlich ist hier Ralf Stommel. Herzlichen Glückwunsch. Auch Sie werden als Finalist prämiert. Herr Stommel, herzlichen Glückwunsch. Umsetzungen kommen hier aus einer Hand und es gilt Qualität statt Quantität. Und hier weiß man, worauf es beim Material ankommt. Sie kennen sich nämlich aus mit dem perfekten Einbau. Und mit dem perfekten Einbau, wir haben es vorhin schon so schön gesagt, wenn die Sonne lacht, ist es schön. Wenn sie zu viel lacht, kann es auch mal unangenehm werden. Aber nicht,
mit der WAS Sonnenschutz Handels GmbH und Tim Gummersbach als Geschäftsführer. Herzlichen Glückwunsch! Herr Gummersbach, gratuliere zur finalen Teilnehmer. Alles Gute! Finalisten des Ludwig 2017. Ja, eine großartige Leistung, meine Damen und Herren, hier beim Ludwig 2017. Die Finalteilnahme zu erreichen. Sie können stolz auf sich sein, machen Sie was draus. Sie haben alle Ihren Ludwig bekommen, Sie haben den Neigungswinkel alle gelernt, Sie wissen, wie Sie ihn in Ihren Unternehmen jetzt aufstellen müssen. Und das ist Ihr Applaus für Ihre Finalteilnahme bei Ludwig 2017. Vielen herzlichen Dank, alle Finalisten. Und jetzt gibt es hier nicht nochmal das eine oder andere gemeinsame Pressefoto. So selbstverständlich wie flexible Arbeitszeiten zum Wohle der Familien und alleinerziehenden Elternteile im Messebau, über den wir hier sprechen, eher selten. Und so könnten wir alle fünf Kategorien durchdeklinieren. Wir wollen es jetzt mit einer letzten bewenden lassen. Regionales Engagement wird bei dem Unternehmen großgeschrieben. Es führt für das Unternehmen nach eigenen Angaben zu sozialer Nähe und spiegelt gesellschaftspolitische Kompetenz wider. Das Unternehmen fördert ein ganzes Spektrum an Aktivitäten in der Region. Es ist nicht nur das Thema CSR-Botschaft, sondern morgen Abend, denke ich mal, nach der Preisverleihung hier, geht es auch direkt mit der ganzen Mannschaft zum Bonner Nachtlauf. Und für uns als Jury war es eine interessante Entscheidung. Wir haben stundenlang diskutiert über die einzelnen Preisträger. Aber ich glaube, letztlich war sich die Jury einig, dass dieses Unternehmen einfach heute mit dem Gesamtsieg beim Ludwig durch die Tür geht. Ja, aber die Einigkeit ist tatsächlich schwer gefallen, denn wir haben unglaublich viele tolle Unternehmen gesehen. Nichtsdestotrotz freue ich mich jetzt, Herr Timo Müller, darf ich? Herrn Schwan zu mir auf die Bühne zu bitten und wen Sie auch immer Sie an Mannschaft mitbringen wollen. Herzlichen Glückwunsch! Gesamtsieger des Ludwig 2017 in allen Kategorien, die Projektservice Schwan GmbH. Und hier ist der Geschäftsführer Holger Schwan. Herzlichen Glückwunsch! Und hier kommt ein Teil der Mannschaft natürlich noch mit auf die Bühne. Auch Sie sind Teil des Projektservice Schwan und natürlich damit auch Teil des Gesamtsiegs Ludwig 2017.